Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist es soweit, ich werde euch die drei besten Landing Spots für Season 4 zeigen. Und das sind Landing Spots, die man sowohl für Arena als auch für die ganzen Cups, als auch für die ganzen Trio Cash Cup und Trio FNCS Cups benutzen kann. Und da sollte auf jeden Fall für jeden eine Landing Spot dabei sein. Ich werde euch erklären, wie die ganzen Loot-Routen dazu funktionieren und worauf man bei den einzelnen Landing Spots achten sollte. Und es wird wahrscheinlich auch noch im Laufe der Season Update Video hier zu geben, dass ich wahrscheinlich der ein oder andere Landing Spot gerade in dieser Season wieder verändern wird und deshalb, um dazu nichts zu verpassen, würde ich mich natürlich freuen, wenn ich hier ein Abo da lasse. Außerdem teilt, bewertet und kommentiert natürlich auch das Video und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Dort werde ich wahrscheinlich ab morgen auch wieder live sein und morgen wird es wahrscheinlich dort auch einen längeren Stream geben. Also wie gesagt, schaut da gerne vorbei und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit dem ersten Landing-Spot und das ist tatsächlich zurzeit auch eigentlich so mein Main-Landing-Spot und zwar ist das Dirty Docks und dort die ganz hintere Halle und um diese Loot-Route jetzt zu beginnen, geht es eigentlich genauso vor wie in der letzten Season, obwohl natürlich jetzt auch die Kisten nur zu 50% spawnen. Auf jeden Fall versucht man hier, wenn man meistens ja von dieser Seite anfliegt, hier oben auf diesem Gebäude zu landen und die Kiste hier dann mitzunehmen, solange natürlich hier eine Kiste ist. Ansonsten kann man direkt hier reinfliegen und an der Stelle können auch dementsprechend auch noch Waffenspots sein, die man mitnehmen kann. Dann geht es hier unten rein und wenn man hier unten drin ist, dann baut man erst dann hier den unteren Karton ab, baut danach hier einmal das Teil ab, beziehungsweise place da einmal eine Cone oder so drin und öffnet noch die Kiste. Dann geht man hier weiter, baut einmal die Box ab, oben das Gerüst ab, dann baut man dieses Gerüst ab, dort drunter sind bis zu zwei Muni-Boxen, hier drüber ist einmal dort oben sind überall Floated Spawns drauf und dann ist da natürlich auch eine Kiste drin. Dann kann man hier ein paar Paletten und dieses Regal mitnehmen. Hier baut man das nächste Regal und den nächsten Karton ab. Dann geht es hier unten weiter. Dort ist die nächste Kiste. Hier auch das Regal abbauen. Dann hier die ganzen Sachen ebenfalls abbauen. Und dann kann man hier die ganzen Paletten mitnehmen. Und dann am Ende, wenn man einmal im Prinzip schon voll Holz ist, einfach hier diesen Anhänger abbauen. Und dann bekommt man auch automatisch die Kiste, die da drin ist. Dann muss man hier an die Stelle einmal eine Treppe bauen und sich danach einmal hier reinbauen, um die nächste Kiste mitzunehmen. Danach geht es dann einmal hier hinten weiter. Dort baut man einmal diese ganzen Metallsachen hier ab. Und dann ebenfalls auch hier hinten baut man die beiden Müllsachen sowohl die Kiste ab. Bevor man allerdings hier hingeht, ist eigentlich noch ganz gut, wenn man hier eine Treppe hinbaut und dann erstmal die Kiste hier mitnimmt. Wie gesagt, danach nimmt man die Kiste hier mit. Dahinter geht es dann weiter mit den Steinen. Dann geht man hier runter zum Strand. Teilweise kann es auch sein, dass tatsächlich dort oben manchmal ein Auto spawnt. Bringt aber nicht ganz so viel. Ansonsten ist hier unten aber eigentlich immer ein Boot, das spawnt. Zumindest ein sehr, sehr häufig ein Boot. Das kann man dann benutzen, um kurz nach hier hinten zu fahren. Und damit kann man dann letztendlich hier die Kiste mitnehmen. Hier ist eigentlich auch immer ein LKW tatsächlich an der Spitze. Braucht man aber auch nicht. Wie gesagt, man nimmt hier dann eine Kiste mit. Und mit dem Boot sammelt man sich dann hier die ganzen Flopper-Spawns. Spots ein. Hier sind sehr, sehr viele verteilt. An dem Spot hier beispielsweise ist ein Dreier Flopper-Spot und hier sind wirklich sehr, sehr viele gerade in dieser Bucht verteilt und dann fährt man hier einmal lang. Man bekommt ja von jedem einzelnen Flopper-Spot immer drei verschiedene Sachen. Also es können Waffen sein, es können Flopper sein und da Flopper, glaube ich, diese Season auf jeden Fall die Meta sein werden. Ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch und so hat man auf jeden Fall safe immer die drei Sachen, die da rauskommen und das unabhängig davon eben halt, ob etwas spawnt, da hier wirklich eigentlich immer genug Flopper-Spots sind. Ansonsten, wenn man sehr, sehr viel Zeit hat, kann man auch erstmal nach hier hinten schwimmen und dann hier diese Angelrouten abbauen, diese beiden Angelkästen und natürlich hier auch in die Munitionsbox mitnehmen und damit den Angeln angeln, denn dann bekommt man nochmal so 5 bis 6 Flopper bzw. Items aus den ganzen Flopper-Spots und so kann man sich relativ schnell vollfarmen. Dann, wenn man damit eigentlich fertig ist, geht es hier einmal auf die andere Seite rüber und hier kann man dann ein paar Steine abfarmen, ein bisschen Holz noch voll machen und wenn man hier oben ist, dann sollte man spätestens hier eigentlich voll mit Stein sein. Hier hinter ist auch noch eine Munitionsbox und danach geht es eigentlich weiter, dass man in die Zone rotiert. Das kann man diese Season natürlich auch damit realisieren, dass man gar nicht erst nach dort geht, sondern vielleicht wieder direkt hier hinten reingeht und hier vielleicht ein Auto mitnimmt. Da muss man aber gucken, ob das sich so wirklich lohnt. Ansonsten kann man auch nach hier vorne gehen. Hier vorne ist nämlich eigentlich immer direkt davor einmal ein LKW. Damit kann man dann einmal zurückfahren, dann zerstört man nämlich automatisch die Chest, die da drin ist und das ist eigentlich auch relativ praktisch für die Loot-Route. Danach
kann man hier hinten nochmal hingehen, hier diese Kiste mitnehmen und hier oben dann mit dem Helikopter weiter in die Zone gehen. Ansonsten gibt es aber auch noch viele verschiedene andere Möglichkeiten, wie man rotieren kann. Beispielsweise, wenn die Zone eher im Norden ist, kann man hier auch Zipline benutzen. Genauso natürlich, wenn die hier eher ist, kann man auch die Zipline benutzen. Und hier sollte man eigentlich keine Gefahr laufen, irgendwo einen Gegner zu rennen. Manchmal landet dort unten noch einer, kann man aber wie gesagt allem relativ gut immer aus dem Weg laufen, weshalb es ein sehr, sehr guter Landing-Spot ist. Ich würde sagen, wir kommen dann auch direkt zum zweiten Landing-Spot. Und zwar befindet sich der zweite Landing-Spot einmal auf der ganz anderen Seite der Map. Und zwar dort ganz hinten. Und das ist tatsächlich auch ein neuer Landing-Spot, der jetzt erst gestern tatsächlich reinkam. Und es kann sein, dass der eventuell irgendwann wieder entfernt wird. Ich glaube allerdings, dass der tatsächlich jetzt drin bleiben wird. Ich glaube nur, dass eventuell noch mehr von solchen Landing-Spots reinkommen. Und zwar ist das, was ich gestern eben halt auch schon im Video angesprochen hatte, dass hier jetzt so ein neuer Ort ist. Und um diese Lootroute zu beginnen, sollte man am besten eigentlich immer hier ranfliegen und dann hier in dieses Haus gehen. Dort befindet sich dann auch direkt tatsächlich die erste Kiste, die man dann natürlich auch direkt mitnehmen kann. Und so hat man auf jeden Fall schon das erste Holz durchs Dach. Dann kann man sich direkt weiter runter pickaxen. Hier befindet sich eine Munibox, kann man auch einfach notfalls, falls man nicht genug Zeit hat, einmal ein Dach einbauen. Und dann natürlich hier einmal überall die Möbel mitnehmen und hier drin einmal, wie gesagt, die ganze Munitionsbox und Möbel mitnehmen. Notfalls kann man hier hinten, wenn man genug Zeit hat, sich auch noch ein paar Salate mitnehmen. Geht auch ansonsten, aber würde ich eher empfehlen, hier auf der anderen Seite rauszugehen und direkt nach hier oben zu gehen. Dort befindet sich einmal an der Ecke eine Kiste, an der Ecke hier in dem Busch eine Kiste und dann noch auf dieser Seite eine Kiste. Nebenbei kann man natürlich hier das Holz abbauen, hier den Stein, die ganzen Leitplanken und diesen Truck natürlich ebenfalls. Und dann kann man hier an der anderen Seite natürlich auch nochmal genau das gleiche machen. Wenn man damit dann durch ist, geht es einmal weiter hier in diesen Busch. Dort ist dann nämlich die nächste Kiste. Kann man auch vielleicht einmal versuchen, während man runterfliegt, zu markieren. Man sollte irgendwann relativ genau wissen, wo die ist. Und dann kann man auf jeden Fall schauen, ob man dort etwas finden kann oder nicht. Wie gesagt, die spawnen nicht mal zu 100%, deshalb kann man sich da nicht so genau sein. Dann würde ich hier immer nach oben weitergehen, einmal in das Haus reingehen, hier alles zerstören. Und wenn man hier hinten angekommen ist, ist da drüber auch eine Kiste, das heißt hier einmal den Floor zerstören. Und dann kommt man hier hinten raus, kann auch ein paar Salate mitnehmen. Und dann ist man eigentlich mit dieser Lootroute durch. Um weiter zu rotieren, befindet sich hier an dieser Seite ein Rift. Und auf dem Punkt hier ein Rift, zwei weitere Rifts, so finden sich auch noch an anderen Seiten. Ich glaube, die spawnen alle nicht zu 100%. Allerdings, wenn man so einen Rift tatsächlich bekommt, dann kommt man immer relativ weit, und wenn die Zone selbst weit weg ist, dann kann man eigentlich instant tatsächlich bis hier nach hinten fliegen und kann dann direkt den Slurp Truck als nächstes nehmen. Davor befindet sich auch ein LKW, das heißt auch einmal hier in LKW einsteigen, ein bisschen zurückfahren, hat man automatisch hier das Shield, kann mit dem LKW dann am besten auch noch nach Salty reinfahren und hier sich vielleicht das nächste Auto schnappen oder weiter looten. Und so ist es eigentlich eine sehr, sehr nice Loot-Route. Man ist am Anfang relativ ungeschützt dort hinten und fliegt dann eben halt sehr, sehr lang mit dem Rift bis dorthin, was auf jeden Fall sehr, sehr entspannt ist. Ansonsten, falls tatsächlich mal kein Rift da sein sollte, dann kann man genauso gut hier auch unten zum Strand laufen. Dort befindet sich dort unten beispielsweise auch ein Boot. An der Stelle befindet sich ebenfalls ein Boot, was man natürlich auch alles mitnehmen kann. Oder wenn man eben halt noch genug Zeit hat und vielleicht die Zone hier oben ist, kann man auch zum Leuchtturm vielleicht noch weiterlaufen. Hier unten natürlich im Wasser über ein bisschen angeln. Das geht natürlich alles auch genauso gut. Aber die Hauptlootroute, da meistens ja die Zone eher weiter weg sein wird, ist, dass man hier den Rift nimmt und dann eben halt Richtung Zone, wie gesagt, am besten immer zu dem Punkt fliegt, oder wenn die Zone eher dort drüben ist, vielleicht so nach dort fliegt. Geht beides sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, dann gehen wir auch schon direkt zum dritten Landing-Spot, und der befindet sich erneut auf der ganz anderen Seite der Karte. Der nächste Landing-Spot ist nämlich auch wieder ein altbekannter, und zwar Camp Cod. War ja die letzte Season im Prinzip ein bisschen geblockt dadurch, dass eben halt hier das Wasser einmal drüber war und das auch bis zum Ende der Season eigentlich so geblieben ist. Allerdings kann man ihn jetzt natürlich wieder ganz normal benutzen, und so kann man im Prinzip genau die gleiche Lootroute wie in der letzten Season benutzen. Man landet hier auf dieser Kiste, die sich hier unten befindet, spectatet davor natürlich einmal, ob
Gegner irgendwo mit hinkommen. Kann dann einmal hier durchgehen, alles natürlich hier immer an den ganzen Objekten mitnehmen. Hier unten befindet sich die nächste Kiste, eine Munitionskiste. Hier kann man dann auch noch die Waffe upgraden, genau an der Stelle hier. Dann, wenn man damit fertig ist, kann man direkt weiter hier nach unten gehen. Hier die Treppe runter, dort einmal eine Fishing Rod mitnehmen. Und dann kann man hier die Kiste mitnehmen. Hier steht eigentlich auch immer ein Boot, womit man hier die paar Flopper-Spots bzw. die paar Fishing-Spots mitnehmen kann. Wie gesagt, so bekommt man auch immer sehr, sehr schnell Loot. Dann kann man hier nach hinten fahren, schießt einmal zwei Rockets drauf, bekommt die Kiste, die sich hier drin befindet. Dann kann man dort vielleicht auch nochmal schauen, ob man einen Grappler bekommt bzw. eine Harpune bekommt. Und wenn man dann damit durch ist, dann kann man sich entscheiden, wie man weiter macht. Entweder, wenn hier unten die Zone ist, kann man dort oben in dem Haus beispielsweise noch weiter looten. Ansonsten kann man auch nach hier hinten gehen und in dem Haus hier hinten befindet sich zum einen einmal auf der Seite und auf der Seite ein Auto. Müssen, glaube ich, sogar immer die Jeeps sein, womit man natürlich sehr, sehr schnell hier drüber fahren kann. Generell empfehle ich euch, wenn ihr die Autos nehmen wollt, nehmt immer die Jeeps. Damit ist man einfach am mobilsten. Und wenn ihr so einen Jeep habt, dann könnt ihr easy hier so entlang fahren. Oder wenn ihr eben mal das Boot noch benutzt, dann könnt ihr hier natürlich auch den Fluss genauso gut hochfahren. Könnt hier noch die Kiste mitnehmen und eventuell könnt ihr auch hier dann mit dem Jeep direkt hier die Straße hochfahren und vielleicht schauen, ob ihr hier oben looten wollt oder vielleicht den Heli mitnimmt. Ansonsten fahrt ihr einfach unten am Flussufer entlang. Das ist auch sehr, sehr entspannt und so kommt der auch sehr, sehr schnell bis nach Lazy und in die Mitte. Müsst ihr eigentlich auch immer locker mit jeder Tankladung reichen, solange ihr nicht irgendwo unnötig lang fährt. Und so kommt er, wie gesagt, auch sehr, sehr schnell von dort weg. Und das sind alles, wie gesagt, drei Landing-Spots, wo man einen sehr, sehr ruhigen Start hat, dafür aber da wirklich sehr, sehr guten Loot hat. Und dann kann man eben halt, da man eigentlich relativ schnell mit den Grund-Landing-Spots durch ist, mit seinem Saven-Loot auch ziemlich gut fighten. Beispielsweise, wenn man von Camp Cod kommt, kann man hier easy in Lazy, in Lazy fighten. Wenn man von dem Landing-Spot dort hinten kommt, kann man easy in Salty oder in Frenzy fighten, je nachdem, wo man hinfliegt. Oder wenn man von Dirty kommt, kann man ebenfalls in Frenzy fighten. Und so hat man auf jeden Fall eigentlich die besten Ausgangspositionen für die Arena-Runden. Sind zwar nicht die besten Landing-Spots, um jetzt vielleicht bis zu 3000, 4000 Punkte zu pushen, aber wenn man dahinter ist und dann eben halt ein bisschen die Runden, beziehungsweise die Gegner besser werden, hat man so eigentlich immer eine Garantie für einen guten Landing-Spot. Außerdem einen weiteren Landing-Spot, den ich jetzt auch nochmal so als Bonus dazu packe, sind hier die Flugzeuge. Die spawnen ja immer random auf der Karte, deshalb würde ich die jetzt nicht als so richtigen Landing-Spot dazu zählen. Wie gesagt, man kann die auch sehr, sehr gut benutzen, je nachdem eben halt, ob beispielsweise einer vielleicht direkt neben seinem eigenen Landing-Spot landet, kann man das natürlich immer sehr, sehr gut benutzen. Die Energy Rifles sind da sehr gut, man kann das Silver Server Board zurzeit daraus bekommen, sowie den Groot Baller und natürlich diese Henchman Chest und ordentlich Metal. Allerdings lohnt es sich, glaube ich, nicht immer unbedingt darauf zu gehen und deshalb würde ich das jetzt nicht so wirklich als richtigen Landing Spot dazu zählen. Allerdings, wenn das so oder so neben einem seinen eigenen Landing Spot oder einem anderen guten Landing Spot landet, kann man das natürlich gut machen, weil meistens eben halt auch bei den Flugzeugen selbst jemand landet, würde es sich nicht so empfehlen, direkt tatsächlich dort zu landen. Deshalb immer eher an der Seite irgendwo landen, beispielsweise ist eine Chance, dass nördlich von Camp Cod direkt dort ein Flugzeug landet und das kann man natürlich immer von Camp Cod aus sehr, sehr gut benutzen. Das heißt, wenn ihr Camp Cod landet, dann könnt ihr direkt nach hier oben gehen, das Flugzeug mitnehmen, was auf jeden Fall auch immer sehr, sehr gut ist. Und das wollte ich euch nochmal kurz sagen. Wie gesagt, sind jetzt, genau wie das Floß letzte Season auch, keine richtigen Landing-Spots, die man immer benutzen kann. Aber die Chance, dass er bei einem landet, ist auf jeden Fall relativ hoch. Beispielsweise in der Runde war es auch so, dass hier bei Lazy einer gelandet ist, was man natürlich auch in die Loot-Route integrieren kann. Und da sollte man natürlich immer am Anfang der Runde aufpassen. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in den Kommentare. Schreibt mir auch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare. Ich bin zurzeit wieder, habe zurzeit wieder richtig viel Lust für Videos zu machen und ich will auch möglichst viele Tipps und Tricks Videos machen. Deshalb schreibt gerne eure Vorschläge in die Kommentare und dann bis zum nächsten Video. Ciao.